Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind. Oh, mein Krieg. Wir sind gerade dabei, unsere Sphäre etwas auszubauen. Außerdem haben wir da gerade einen Krieg gestartet. Also nicht wir, sondern Italien. Und die wollen, dass wir auf ihrer Seite mitkämpfen gegen Österreich und Frankreich. Oh, das ist ein Ding. Das ist ein großer Krieg. Na, dann machen wir doch gleich mit. Das wäre quasi der 5. Weltkrieg, so nach dem Motto. Wobei, weiß ich nicht, ob das Wort Weltkrieg da gut passt. Österreich und Frankreich sind ziemliche. Naja. Sie sind schwach, sagen wir es mal so. Wenn wir durch Holland durch dürfen, dann könnten wir sogar ein bisschen teilnehmen an dem Krieg. Französischen Gebiete einfallen. Und vielleicht könnten wir uns sogar irgendeine französische Kolonie schnappen. Nachdem Frankreich im letzten Krieg gegen das Osmanische Reich gestärkt hervorgegangen ist. Und schauen wir mal, was gibt es noch für lustige französische Kolonien. Mit wem führen wir denn noch Krieg? Österreich ist uns egal, Frankreich ist uns egal, Krakau ist uns wurscht und Montenegro ist uns egal. Also wenn, dann müssen wir was von Frankreich verlangen. Da die Komoren zum Beispiel. Französisch Südmadagaskar. Weihnachts- und Kokosinseln. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Sind relativ nah bei uns. Schauen wir mal, ob wir sowas erobern können. Achso, warte mal. Bleib da. Wo fährst du? Fahren wir mal Richtung Weihnachtsinseln. Halt. Gehen wir da ein bisschen rauf. Andererseits, ich meine, wir müssen nicht wirklich runtergehen mit allem. Wir werden ein bisschen die Steuern erhöhen auf, sagen wir mal, 70%. Hier und hier auf 35 und hier auf 60. Wir machen zwar ein schönes Minus, aber im Endeffekt, sobald die. Okay. Tunis, Algerien, Krakau und Österreich haben mobilisiert. Ah, verdammt. Ein Konflikt. Wir können nicht teilhaben, weil wir Krieg haben. Sehr ärgerlich. Das wäre schön, wenn Yunnan das kriegt. An dieser Stelle wäre ich tatsächlich auf Seite der Franzosen. Ah, okay, verdammt, ich habe vergessen, wir haben ja eine neue. Wir nehmen die moderne Heeresdoktrin natürlich. Eine neue Forschung und wir können in der.
So, schauen wir mal, ob da ein paar französische Truppen sind. Ich hoffe nicht. Frankreich hat meistens relativ starke Truppen. Lang lebe Indien. Jumna ist jetzt eine Kernprovinz von uns. Okay. Oh, wir sind schon auf plus 38% durch die Schlachten. Ja, okay, klar. Österreich leidet da extrem stark. Um was geht's eigentlich in dem Krieg? Ah, Italien will Istrien erobern. Auch nicht schlecht. Hey, wir können ein Kriegsziel hinzufügen. Warte mal, mal anschauen. Und Kobo sind, und das sind keine Kolonien, das ist schon Staatsgebiet. Tja, noch besser irgendwie, aber das kostet auch mehr. Das kostet dann auch mehr. Nach welchem Prinzip ist das geordnet? Das kostet 3,6 Infamie. Machen wir das für diese zwei doofen Inseln? Naja, ich weiß nicht. Das ist eine Kolonie? Nein, das ist auch. Das ist eine Kolonie. Aber schauen wir mal, ob da eine Fabrik ist. Nö. Wir könnten noch mehr oder weniger das Ganze in Frieden lassen. Da machen wir ein bisschen Eroberer. Könnten sagen, es passt und der Krieg zu Ende ist. Vielleicht ist er ja recht bald zu Ende. Dann kann ich mich noch in den Konflikt einschalten. Das wäre überhaupt supi. Hey, wir sind ja sogar die Anführer des Kriegs, sehe ich gerade. Was nutzen ihr eher? Aber wenn wir die Anführer sind, dann könnten wir vielleicht gleich den Frieden schließen.
Vielleicht nehme ich dann doch eine Regula dazu. Was kostet 3,3 Infamie? Das bringt ja fast keinen Unterschied. Dann kann ich gleich eine Region auch erobern. Aber ja. Das ist zwar irgendwie bescheuert, weil es überhaupt nichts bringt, diese Inseln. Außer eben 3,6 Infamie-Punkte, aber es geht um Inseln in der Nähe von Indien. So. Was, wenn ich das weggebe? Würdest du das dann machen? Schade. Da weiter. Schauen wir mal, was in Europa ausschaut. Das ist gleich kurz vor der Kapitulation. Wahrscheinlich schon. Obwohl Frankreich gar nicht einmal so schwach ist, offensichtlich. Vielleicht sollte man zumindest lang genug. Naja, wobei anders, jetzt müssen wir nicht unbedingt. Weil die Großkapitulation bedeutet ja, dass sie sogar Truppen ab. Warte mal, ist Niederlande auf unserer Seite? Ja, wirklich. Ah, verstehe. Ja, versteht es mich nicht falsch, aber die Slowakei will ich euch nicht erobern lassen. Istrien lasse ich mir noch einreden, aber die Slowakei finde ich doch etwas vertrieben. Warte mal. Woher kommen diese Rebellen hier? Ach, wie. Wieso habe ich davon nichts mitgekriegt? Hey, wir können Elektroteile herstellen. Ausgezeichnet. So, hier. Jetzt mal hier. Okay. Hey, da sind wir. Wow, die haben da drei Fabriken. Sogar eine Autofabrik. Ausgezeichnet. War gut, dass ich das genommen habe. Zum Erobern. So, wir sagen einfach, dass wir die Slowakei nicht machen und die anderen schon. Dann können wir nämlich noch an dem Konflikt teilnehmen. Wenn wir uns auf die Seite von Großbritannien schlagen, das wäre mal was Cooles. Dann könnten wir
Yunnan gründen. Je mehr kleine Staaten in China sind, desto besser. Schauen wir mal. Das ist gezeichnet. Ah, verdammt. Warte mal, haben sie das jetzt angenommen oder nicht? Gibt's Yunnan jetzt? Nö. Schade, 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 schade. Ja, machen wir doch glatt. Bündnis mit Japan ist gut. Und uns gehören die Kokosinseln, ohne dass wir viel machen mussten. Wir haben dort vor allem Franzosen und ein paar Norditaliener und Leute aus dem Maghreb. Naja, auch nicht schlecht. Und hat uns kaum was gekostet. Und mein Verbündeter Italien, dem ich geholfen habe, ist noch größer geworden. Naja, Österreich ist echt arm. Die werden total auseinandergenommen hier. Aber wie schon gesagt, die Slowakei hätte ich den Deutschen nicht sehr gerne gegeben. Die sind eh schon so mächtig. Die können ruhig auch mal verzichten ein wenig. Oh, wir sind schon an dritter Stelle. Schau dir was an. So, aber jetzt zu unseren Fabriken. Denn wir können jetzt Elektroteile Fabriken bauen. Und zwar bauen wir die mal dorthin, wo wir vor allem uns die drei oder vier Fabriken hatten. Zum Kokosinseln. Wow, yes. Ach, die Automobilfabrik gibt es nicht, weil ich die noch nicht haben kann. Das ist ja ärgerlich. Eine Fabrik hinbauen. Ausbauen. Die südatlantischen Inseln wollen wir nicht weiter ausbauen. Ah, da brauchen wir vielleicht auch eine Elektroteilefabrik. Da haben wir noch schon Glas, da können wir nachher Radios reinbauen.
interessant. Wieso geht da nichts weiter? Das müssten ja auch relativ viele Leute sein, die mit da abhaut. Na gut. So, muss noch unsere zwei Armee zurück. Gehst nach Djibouti. Du gehst da hin. Apropos, wir könnten da eigentlich bei unseren Verbündeten auch was bauen, oder? Noch nicht. Na gut. Zurück zum Spiel. Ah ja, warte mal. Wir könnten da wieder zurückgehen. Auf etwas nur 50%. Dann können wir da auch wieder zurückgehen auf 50 zum Beispiel. Auf 25. Zurück nach Indien. Nach Karachi. Also. Aber jetzt fahren wir nicht mit nach Karachi. So, und als nächstes müssen wir uns anschauen, was das für eine seltsame Revolte da ist. Das ist ja schrecklich. Sollten das? Britisches Gebiet, was da revoltiert. Lieber wäre es mal, wenn diese Dinge da revoltieren würden. Okay, das war schnell und einfach. Okay, du brauchst auch wieder einen Anführer, fangen wir wieder mal von hinten an. Nein, 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 das ist gut. Den nehmen wir, Angriff 3.
zumindest nicht so viel Militärs gewinnen. Das ist okay. Hey! Nein, gleich wieder weg. Ich hab gedacht, das war so. Ausgezeichnet. Ah, könnten wir nicht bitte. So, was machen wir? Wir machen natürlich eine gute Hilfe, dass die Leute, dass wir noch mehr wachsen. Mehr Bevölkerung. Hurra. Mhm. Warten hier für Abholfahrzeug. Nehme ich mal an, so wie es ausschaut. Hm. Sofort intervenieren oder Leute killen lassen. Wenn wir das letzte nehmen, sinkt die Militanz extrem stärker und vor allem sinkt die Bevölkerungszahl extrem stark. Quasi genozidmäßig. Hm. Das hat den Vorteil, dass man schneller zu einem ganzen Start machen kann. Na, lassen wir das so. Wir haben Zeit. So, 1921. Was haben denn unsere Parteien? Säkularismus, Atheismus. Pluralismus und Moralismus. Wenn wir die Konservativen an der Macht haben wollen, sollten wir Moralismus also nehmen. 5% vom absoluten Gegenteil, sagen wir mal. Oh, warte mal. Das ist einer von meinen Verbündeten. Okay, wir haben minus 26. Die könnten sich ruhig bemühen, dass wir rein dürfen bei ihnen. Ich würde ihnen gerne gegen die Rebellen helfen, wobei andererseits, ich sehe gerade, die haben da 18.000 Mann stehen. Die werden es schon irgendwie schaffen. Oh, yes, Rebellen. Nationalisten. Mist, diese Rebellen sind gekillt worden. Ist eh klar. Was sind das für Rebellen eigentlich? Anarcho-Liberale. Ah, ihr wollt wieder ein Bündnis mit mir? Hm. Na klar.
Ja, es ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ich überlege gerade, ob ich warten soll, bis die dann noch. Ausgezeichnet, meine Armee wird billiger. Prestige ist gut. Geld brauchen wir echt nicht. Das haben wir wie Sand am Meer, könnte man beinahe sagen. Und Gleichstrom. Das erhöht unsere Bergbauförderung um 50%. Schade nur, dass wir relativ wenig Bergbau haben. Und Flugzeugfabriken können wir bauen. Hurra, das wollen wir gleich machen. Wo bauen wir unsere Flugzeugfabrik hin? Nach Zirkas bauen wir unsere Flugzeugfabrik. Und noch eine zweite bauen wir uns nach. Inseln gehören jetzt offiziell zu Indien. Nee. Viel weniger Mittelschicht als Unterschicht haben wir bis jetzt noch immer. Religions- oder privater, nein, Moralismus habe ich gesagt. Wir brauchen Moralismus, wenn wir unsere Partei gewinnen lassen wollen. Nein, okay, das dauert zu lange, bis ich da durch bin. Haben nochmal so viel Zeit vergeudet. Gut, und an dieser Stelle, meine lieben Freunde, wünsche ich euch wieder eine schöne gute Nacht und drückt mir die Daumen, dass in Jodhpur die Revolution so ausgeht, dass sich die Revolut durchsetzen und die Briten rauswerfen. Dann könnte Jodhpur der nächste Teil von Indien werden. Tja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.